Turbine TV wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Nach 10 Sekunden hatten wir eine Ecke. Und danach waren wir damit beschäftigt, die Brände zu löschen mit unserer Feuerwehr, die Potsdam uns gelegt hat. Also dann hat Potsdam wirklich ein Spiel aufgezogen, wo wir nicht mehr hinten rauskamen, wo eine Chance der anderen gefolgt ist und ja, dann auch folgerichtig das Tor gefallen ist. Das 1:0 und ganz ehrlich, mit unserer Qualität haben wir heute alles versucht, was ging, aber mehr war leider nicht drin. Glückwunsch an Potsdam, hochverdienter Sieg. Und ja, ich glaube, wir haben heute mit beiden Mannschaften, beide Trainer, beide Teams haben heute Grund genug zu feiern, haben die Klasse gehalten. Das war unser Ziel und das haben wir erreicht. Danke. Dankeschön. Matthias Ulle. Ja, erstmal Glückwunsch an Thomas zum Klassenerhalt. Wenn wir uns das vorher hätten ausmalen können, wie das Spiel so laufen sollte, hätten wir es natürlich so genommen. So konnten wir die Spielerin, die den Verein verlassen, eben auch auswechseln und dass ich nochmal ihren verdienten Applaus abholen. Ja, ich denke, dass wir heute über 90 Minuten eine total überzeugende Leistung geboten haben auf allen Positionen. Wir haben sehr gut nach vorne gespielt, schönes Kombinationsspiel, sind entweder durch die Mitte durchgekommen oder auf dem Flügel, hatten zahlreiche Torschancen, das einzige Manko eben die Effektivität in der ersten Halbzeit, wo wir gerne noch vielleicht ein, zwei Tore hätten mehr geschossen. Ansonsten ein total rundes Spiel und wir sind sehr zufrieden, dass es so gelaufen ist. Dankeschön. Dann übergebe ich das Wort in die Runde und Sie können jetzt Fragen stellen. Keine Fragen mehr? Ja, dann war das kurz und knapp und freut mich, dass Sie dabei waren. Ich begrüße Sie dann hoffentlich zur nächsten Saison, Ende August, wieder hier im Karl-Liebknecht-Stadion und eine gute Heimfahrt nach Duisburg und auch an Sie noch einen schönen Sonntag und ja, bis zur nächsten Saison 1920.